Die IHK Magdeburg öffnet der Kunst ihre Türen. Am Abend des 29. August luden Hauptgeschäftsführer André Rummel und Künstler Frank Frankreichs Platte zu dessen Vernissage ein. Die Ausstellung mit dem Namen Not Just Money soll die erste von vielen weiteren Kunst- und Kulturveranstaltungen in den Räumen der Industrie- und Handelskammer sein. Frank Reichts wurde in Salzwedel geboren, studierte Kunst und Fotografie in Berlin und Bielefeld. Später kehrte er in die Altmark zurück, um dort als freischaffender Künstler tätig zu sein. Gott, Geld und Medien sind die Themen, die er in seinen Werken verarbeitet. Ja, weil das fundamentale Themen sind, die jeden Menschen angehen. Also Gott ist tot, sagt man, bin ich aber anderer Meinung. Geld braucht man, um zu überleben oder auch nicht. Man kann es sich auch von dem Geld komplett lossagen, um wieder zu Gott zu finden. Und die Medien sind die verbindenden Glieder dazwischen. Deshalb sind das diese drei Säulen so für mich wichtige Themen. Für seine Werke benutzt Frank Platte verschiedene Geldscheine aus Währungen der ganzen Welt, die er, wie Fotonegative belichtet, übereinanderlegt und bearbeitet. Daraus entstehen analoge und digitale Bilder, die in der Ausstellung miteinander verknüpft sind. Möglich ist das durch eine entsprechende App eines Softwareunternehmens aus Magdeburg. Durch das Scannen des QR-Codes werden dort Augmented Reality-Elemente sichtbar, die die Kunstwerke digital ergänzen oder eigenständige Werke zeigen. Die Zusammenarbeit mit der IHK entstand durch persönliche Verbindungen. Und ich bin der IHK freundschaftlich verbunden. Also ich habe in der Jugendorganisation, das ist jetzt nicht das richtige Wording, aber ich habe bei den Wirtschaftsjunioren mitgearbeitet, habe die Arbeit der IHK kennengelernt und denke, dass sie eine große Verantwortung hat in der Gesellschaft. Und ich finde es toll, dass sie dieser Verantwortung im Bereich Kunst und Kultur in Magdeburg in dieser Form wahrnehmen will, auch für weitere Ausstellungen, und freue mich hier, diese Ausstellungshalle beginnen zu dürfen. Bereits Ende der 1990er bis in den Anfang der 2000er Jahre gab es in der IHK solche Veranstaltungen, die nun wieder aufgegriffen werden. Ja, wir haben jetzt uns entschieden, dass wir im Jahr ca. 3 bis 5 Ausstellungen und Kulturveranstaltungen hier durchführen wollen. Und in diesem Jahr werden wir neben dieser Ausstellung noch eine Weihnachtsausstellung präsentieren, und da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir wollen aber auch in diesen schwierigen Zeiten Ablenkung bieten und wollen auf andere Themen hinweisen und so eben auch wieder Kraft schöpfen für die nächsten Aufgaben. Bis zum 28. Oktober befindet sich die Ausstellung in der Industrie- und Handelskammer Magdeburg und kann zu den regulären Öffnungszeiten Montag bis Freitag oder nach Absprache besucht werden.